Ja, also der Coolraum ist vor circa 8 Jahren entstanden. Er war im Rahmen von dem Cool-Projekt, das der Professor Schartner unter anderem auch mitentwickelt hat. Der Coolraum war ursprünglich ein Raum für kreatives Gestalten und ist dann eben im Rahmen von dem Cool-Projekt zum Coolraum geworden. Der hauptsächliche Zweck vom Coolraum ist, dass man eben cool Unterricht in diesem Raum machen kann, da der Raum im Gegensatz zu anderen Klassenzimmern sehr flexibel ist. Man kann die Tische verstellen, man kann die Sessel verstellen. Das eignet sich eben perfekt zum Unterrichten für cool. Ja, also cool, das steht für kooperatives, offenes Lernen. Das ist ein Unterrichtskonzept, wo es eben darum geht, dass Schüler mehr Eigenverantwortung bekommen, dass Schülerinnen und Schüler kooperativ zusammenarbeiten und dass die Selbstständigkeit gefördert wird. Also dass der Lehrer auch mehr zurücktritt, nicht diese klassische Lehrerrolle eben hat, sondern eher der Coach ist und den Lernprozess begleitet.